5. November 2038. Und hiermit geht es weiter mit Detroit Become Human. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Verlasse den Bus. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Und natürlich haben wir jetzt ultra beschissenes Wetter. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Finde einen Unterschlupf für die Nacht. Oh ja. Ja, stimmt. Wir haben ja letztes Mal Todd erschossen. Und wir müssen einen Unterschlupf finden. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Okay, wir haben irgendwie drei Optionen. Da hinten ist eine, da ist auch eine Option. Gehen wir immer über die Straße. Wo will sie denn? Okay, also so. Obwohl sie um 6:35 Uhr, ach Mensch. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Und was ist das? Wo ist das? Komm mit, Alice. Eine Stadt, das ist eine gute Idee, aber komm, gehe ich mich erst mit Alice aufwärmen. Oder Alice wärmt sich, oder wir. Wie soll sie es eiskalt spüren? Androiden, haben Androiden, können die fühlen? Ich hatte immer die Gefühlslos. Der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Ja, okay. Wir können gleich sprechen. Ich will mal gucken. Oh, geil. Leckeres Hackfleisch. Kaufen. Oh Gott, ey. Cool. Haben wir nichts. Spielzeug für Alice.
Achso, müssen wir Alice fragen. Ah, okay. Dann machen wir das nochmal. Alice, willst du Spielzeug? Ja, mal, obwohl, ich denke, das ist gar nicht zu Ende. Wir haben gar kein Geld, oder? Hä? Hätte schon ein paar Snacks oder so. Was ich. Das. Nee, also das ist Tierfutter. Gibt's nicht ein paar für Kinder ein bisschen was? Irgendwie ein bisschen was für unterwegs, so. Ein Hammer für unterwegs, okay, nachts, da kann, da nehme ich dann den ich nehme ich denn? Den Spitzen da, den. Genau, dieses Hackerteil da. Bodygun, das ist alles Waschmittel, nicht Waschmittel, sondern. Zum Waschen. Medizin wäre vielleicht auch gar nicht so übel, weil die könnte dadurch krank werden. Oder so Joghurt. Ice Cream, okay, das ist, glaube ich, das was Alice gerade braucht. Was haben wir denn hier vorne? Ich guck mal ganz kurz um. Was haben wir im Moment? Okay, dann reden wir mit dir. Hey, Typ da, hey. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heizarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Aus. Ladendiebstahl, Kasse ausrauben. Nee, das können wir nicht machen, oder? Nee. Komm mit, Alice, das ist keine Lösung. Komm erstmal mit. Das ist keine Lösung. Eigentlich gut, ist es eine Lösung, aber nein. Okay, also wir können uns Geld holen. Was ist da hinten? Kann ich hier wieder zurück theoretisch und das wieder machen? Kann ich das die ganze Zeit machen? Darf ich nochmal. Also ich kann das ja die ganze Zeit machen, okay. Wir lassen die Option wissen wir, aber nee, ganz ehrlich, komm. Wir hier kann ausrauben. Weil gut, ist zwar jetzt eine Lösung, aber ich kann dem mir das Geld wegnehmen, nur weil ich jetzt Geld brauche. Oder die Kleinen, ich meine, ja gut, aber wir müssen halt Deutschland kommen. Wir müssen halt ein bisschen, komm mit, Kleine. Geil, ein verlassenes Auto, das ist ja. Das ist eine Idee. Wir gönnen gerade richtig Luxus. Was ist das denn hier, hä? Was? Wo denn? Aber wir müssen nochmal über die Straße, da ist auch noch was. Ein Motel, aber. Ne, im Motel kann man nicht übernachten. Weil alle vom verlassenen Auto. Irgendwo, ach, jetzt war der nicht so. Von so wie in die Autos in die Gegend. Ich weiß gar nicht, ist es davon. Geil, man rennt nicht über Rot über die Straße, aber ich tu's. Welchen? Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Achso. Danke für die Antwort. Er wollte jetzt nicht sagen, dass die am Auto pennen die beste Alternative ist, aber ich kann die nicht ausrauben. Meine ist halt schon irgendwie eine geile Lösung. Irgendwie ist halt schon. Komm mit. Irgendwie halt schon, ne? Irgendwie ist halt schon. Verlockend, das so ein bisschen zu machen, muss ich hier sagen, ne? Weil so wenig Geld. Wir haben kein Geld und gerade wegen Alice. Aber das können wir halt nicht bringen. Da haben wir unseren Schlafplatz. Motel haben wir, okay. Das ist auch wieder ein bisschen komisch. Wir gucken einfach mal anders. Das hier ist, was wäre das hier noch? Düt. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen.
also Motel. Ich meine, wir können ja auf dem Motel versuchen. Aber wir können ja, das soll nicht klappen. Wie denn? Nee. Lassen wir das lieber. Was steht da? Also better, ein besser Ort zum Leben. Detroit. Sind denn Androiden erwünscht, aber es wird noch nie klappen, das Motel wird auch niemals klappen. $40 die Nacht bestimmt, ne? No. Naja, keine Androiden erlaubt. Ist es. Machen wir nicht. Man und wieder sagen wir, ich kenne das mal, aber irgendwie wird das verlassen Haus, das wird nicht klappen. Danke, dass die Apple gegangen ist. Nicht gut. So, und kann ich mit einem. Ah, wir brauchen ein. Weißt du, was wollen wir? Drahtschneider. Ah, lol. Okay. Wir versuchen mal das Hotel, weil dann müsste ich den Typen beklauen. Ich weiß aber nicht, den Drahtschneider bekomme ich halt nur aus dem Supermarkt eben. Da waren ja so Werkzeuge, aber dann probieren wir. Also, komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Doch, ich hab schon überlegt. Ich find's irgendwie eine dumme Idee, aber. Gehen wir nicht rein? Wir brauchen $40 und andere Kleidung für mich. Oder wir suchen weiter. Okay. Mist. Dann wäre jetzt nur das Auto. Also das Auto wäre halt die Variante. Wo wir halt nichts Illegales machen müssen. Wenn es wirklich die Straße nicht befahren. Wir können ja quer über die Straße rennen. Komm mit. So. Ich meine ganz komm. Aber das ist. Das finde ich halt noch so ein bisschen okay. Aber ganz den Ausrauben, das können wir halt nicht bringen. Das finde ich halt übelst krass. Nee, das sind ehrlich. So, ihr seid jetzt nicht irgendwie gekrankt oder so. Wenn ihr jetzt irgendwie krank beim Fieber hätte. Ja, aber es gibt halt immer andere Lösungen als Ausrauben. Ausrauben ist immer so eine Sache. Wo war denn eigentlich der Eingang? Eigentlich da eine Ecke da hinten. Ausrauben ist immer eine Sache, das kann ganz schön in die Hosen gehen. Private Property. Oh oh. Na gut, aber das ist halt irgendwie die beste Lösung. Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Nein, der ist und. Ja, wir reißen immer hier alles ein, das Schauen. Schauen ist immer eine geilere Idee.
Das Haus sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Also ich meine, gut, es ist halt, ne, nicht geil gerade, aber... Vielleicht wird sie Ralph verletzen. Wir dachten, hier ist niemand. Wir brauchen nur einen Schlafplatz. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Krümm ihr ein Haar und ich töte dich. Nein, tu Ralph nichts! Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wiederfangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut euch nichts. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Ja. Kommt. Kommt, na kommt. Bestimmt eine gute Idee. Hier lang. Bereue es jetzt schon. Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Kannst du dein Messer wegstecken? Ach du Elend. Das ist eine dumme Idee gerade gewesen von mir. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Ich würde auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall bei Kara. Mach ein Bett für Alice, mach ein Feuer. Na gut, wir haben eine Pistole. Moment, kann man damit spielen? Ich meine, wie intelligent Kara ist, ne? Ich meine, so halt voll, so die weiß halt, so kann halt voll menschlich, ist halt voll menschlich. Ich bin auch ganz froh, dass ich eine Pistole habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich will sie ja nicht einsetzen, ne? Ich meine, ich will ja keinen erschießen, aber halt, ne, wenn wir halt so Geisteskranke treffen, wie jetzt hier den Typen da, diesen, möchte gern Jack the Ripper da, dann, bin ich schon ganz froh. Was stand da eben? Ah, sammle Holz. RA9, schon wieder. I am alive. I am alive. RA9. Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum malst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine gute Idee hier einzuziehen. War eine geile Idee. Ich bereue es nicht. Das erste Klasse Hotel. Erste Klasse. Das merke ich. Da habe ich schon
Das merke ich schon. Mit so einem tollen Mitbewohner. Und so coole Nachbarn, die... die renovieren und zeichnen und... Tschüss. Ja, einfach da drin, okay? Du bleibst da drin und ich gehe jetzt mal nach oben. Ich habe Angst, nach oben zu gehen. Da kommt ein bisschen nach und... Was ist das? Was ist das? Ach, Kissen. Oh, das ist bestimmt... Oh, das ist... Oh, ja, toll. Toll, Bett. Wo willst du pennen, Alice? Alice im Wunderland, wo willst du schlafen? Stehst du auf dem Tisch? Wo soll die denn? Ach, hier kann ich das. Ja, stimmt, gute Idee eigentlich. Ah, das ist ein Bett. Oh, hab mich ja begeistert. Oh, verdammt. Ja, kleine erste Klasse, muss noch ein bisschen warten. Ist irgendwie die zweite. Locker gleich hinter mir, Alter. Ich sehe da schon kommen. Ja, ist ja alles versifft. Alter, kann man sich ja nicht mehr mit dem. Ist ja eklig. Ich will wieder raus. Ja, ohne Witz, war nur weil wir an so einem Arschloch geraten sind. Wo ist denn ja? Ist ja. Also, sammle Holz. Achso, das Bett ist fertig. Achso, das war das Bett. Ah, cooles Bett. Zählt draußen noch etwas Holz? Hier oben ist nichts. Jetzt haben wir Laschen drin. Geht's nicht rein. Aber hier ist Holz. Ah. Cool. Mache ein Feuer. Na gut. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Und vielleicht zu dir hinknien? Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Schlaf schön.
Schlaf gut, Alice. Das ist doch mal... Alter, merkt so langsam, Kara wird menschlich. Naja, ich habe keine Verbindung zu Network-Statistiken. Ja, ich habe lange keine Verbindung mehr gehabt zu PlayStation Network, weil ich mich anmelde. Ich habe einen Account schon, aber habe ich da 50.000 gar nicht mal ungefähr gefühlt. So, krass. War ein cooles Kapitel. Wir schlafen jetzt mit Jack the Ripper zusammen. Da möchte ich gerne Jack the Ripper. War auf jeden Fall ein cooles Kapitel. Krass. Achso, dann hätten wir erst um die Stunde auszusehen. Eltern und Kinder waren im Haus. Ich finde es cool, dass sie die menschliche Seite so in sich entdeckt, die Kara. Na gut, Umarmungen und Liebe oder so kennt sie ja gar nicht. Kara ist darauf ja eigentlich gar nicht programmiert, sie zu umarmen oder sie zu, naja, sie zu helfen, ob eigentlich nicht. So, abgeschlossen 25%, ja, man kann beim ersten Mal ja nicht alles machen, weil man dann ja verschiedene Entscheidungen treffen müsste. Und das könnte man alles machen können. Aber jedenfalls war das eine gute Lösung. Auch wenn wir da Jack the Ripper im Haus haben, ich weiß nicht, ob das Auto halt jetzt besser gewesen wäre. In meinem Hotel, das wäre halt voll geil gewesen, im Hotel, ne? Wenn halt voll, da hätten wir den Typen ausrauben müssen. Ich raub ihn noch nicht aus. Und dann wird sich, meine ganz ehrlich, der wird selber Familie haben oder was weiß ich. Der braucht das Geld bestimmt selber. Ich kann ihn ja mal hingedongen. Hey, ich hab Probleme. Ich hab zwar ein kleines Kind, hier ist immer kalt. Ich gib Geld hier, ich schieß dich tot. Das kann ich nicht machen. Das ist einfach dann, nee, das geht nicht. Ich glaube, es war eine gute Lösung. Setz mal fort.